Was für appetitliche Happen. Gleich mache ich mir einen Toast. Oh nein, es brennt! Was ist denn passiert? Oh, die Toastbrote sind verbrannt und ich habe Hunger. Was ist das denn für ein Geschrei? Wer hat mich geweckt? Ich schau mal nach. Was zum Teufel ist das denn? Wer hält mich wach? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ah, wer schreit denn da? Ich hab Hunger! Brauchst du Hilfe? Wer ist das denn? Hallo, Britney, was ist denn los? Könnt ihr mich bitte füttern? Oh, was ist das? Haha, reingefallen. Oh. Achtung, Achtung. Ich wünsche mir ein leckeres Sandwich. Kein Problem. Machen wir. Natürlich doch. Zuerst brauche ich ein Stück Toastbrot. Na, komm mal her. Oh, wow, unglaublich. Wir legen auf das Brot Käse und Schinken und wiederholen das mehrmals. Viel, vielmals. Jetzt müssen wir von jeder Seite die Kante abschneiden. Nice. Jetzt nehme ich mir eine leckere Soße. Mann, diese Vampire haben gar keinen Humor. Die Soße kommt über unser Sandwich. Jetzt brauche ich Cheetos. Die sind schön würzig. Die zerkrümeln mir jetzt ein bisschen. Bitte, bitte, hör auf, das reicht. Du hast recht, Clown. Das ist genug. Das ist jetzt unser Paniermehl. Kommt über unser Sandwich. Jetzt kippen wir ein bisschen Öl in eine Pfanne. Und lassen unser Sandwich darin brutzeln. Hey, schau mal, was ich hier habe. Danke. Was soll das denn? Gleich werde ich dich beißen. Ach, komm schon, war doch nur ein Scherz. Also, für mein Sandwich brauche ich bunten Käse. Zuerst reibe ich den Käse, dann lege ich ihn auf mein Brot und jetzt lasse ich ihn schmelzen. Es hat geklappt. Voll lustig. Und das zweite Stück Brot legen wir nebendran und stechen eine Schmetterlingform aus. Voll toll. Lecker Schmecker. Die zweite Hälfte kommt rüber und fertig sind wir. Was für ein cooles Ding. Oh, tut mir leid. Ah, meine Haare brennen. Oh, wir werden gleich dein Feuer löschen. Jetzt schrei doch nicht so. Das war's auch schon. Oh, vielen Dank. Ist doch nichts verbrannt, oder? Nein, nein, alles ist in Ordnung. Also, ich nehme mein Sandwich raus. Ich leg's auf den Teller und fertig sind wir. Oh, ich hab ja mein Sandwich ganz vergessen. Also, ich nehme mir die passenden Zutaten. Katzenfutter. Kommt über mein Toastbrot. Dazu kommt noch eine Bananenschale. Und ein bisschen Kaugummi. Das beste Sandwich. Zombie hat sich Mühe gegeben. Oh, was ist das denn? Ui, Teufel, das ist einfach mega eklig. Ich muss gleich kotzen. Oh, dieses Sandwich sieht so appetitlich aus. Wow, so schön bunt. Und mega, mega lecker. Und das ist ja was ganz schön Originelles. Probieren wir mal. Woran erinnert mich denn das? Okay. Ich beiß noch mal rein. Oh nein, das sind ja mega, mega scharfe Cheetos. Ich werde hier alles in Brand stecken. Immer mit der Ruhe. Ich werde dieses Feuer löschen. Ich habe die passende Waffe. Oh, vielen Dank. Oh Mann, habe ich das ganze Essen verbrannt? Ich dachte, es würde ihr gefallen. Passt auf. Diesmal wünsche ich mir leckere Nudeln. Super.
Okay. Supermarktnudeln? Oh, wie primitiv. Ich benutze schwarze Nudeln. Hey, lass mich in Ruhe. Okay, wie auch immer. Ich mach mich auch ans Kochen. Zuerst nehme ich mir Kaugummi. Das ging daneben. Ich nehme mir Kaugummi, kaue ihn und mache eine große Blase draus. Noch ein bisschen. Und fertig. Jetzt können wir daraus eine Form machen. Fertig. Gefällt dir mein Pudel? Schau mal, voll der süße Hund. Das ist so angerichtet. Mein schöner Luftballon. Jetzt wein doch nicht. Wobei, wein schön weiter. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Dankeschön, Clown. Gern geschehen. Ja, Zombie macht jetzt auch ein paar Nudeln. Zuerst muss ich die Spaghetti in zwei Hälften zerbrechen. Was für ein cooles Ding. Das ist mein Tomatenmark. Oh yeah. Also, das Tomatenmark kommt jetzt auf meinen schwarzen Teller. Sieht aus wie Blut, also mega appetitlich. Darüber kommen jetzt meine Nudeln und obendrauf frisches Hackfleisch. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch ein paar süße Spinnchen vorbereitet. Hey, wo willst du denn hin? Geh zurück auf den Teller. Ach du meine Güte, das ist ja eine Spinne. Mach das so wegkommst. Stop. Oh, tut mir leid, Zombie. Willst du vielleicht ein Kaugummi? Nein. Okay, na wie auch immer. Also, der Kaugummi kommt auf den Tisch. Jetzt rolle ich ihn aus mit einem Nudelholz. Und jetzt nehme ich mir so ein extra Nudelmesser. Und aus dem Kaugummiteig mache ich wunderschöne rosa Spaghetti. Jetzt brauche ich blaue Nutella. Die schmeckt so lecker. Und damit begieße ich meine Pasta. Und ein paar bunte Streusel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Voll hübsch, nicht wahr? Wonach riecht das denn hier? Nein, Zombie! Deine Nudeln brennen! Oh, was soll ich denn machen? Alles ist wieder unter Kontrolle. Okay. Meine Nudeln sind fertig. Ups. Rotze. Hey. Könnt ihr bitte hinne machen? Ups. Guten Appetit dann. Also. Ah, das ist ja eine Spinne. Nein, das werde ich sicher nicht probieren. Oh, was für interessante Nudeln. Wieso sind die denn rosa? Probieren wir mal. Wie lecker. Oh. Und jetzt kann ich auch noch Kaugummiblasen machen. Toll. Was ist das denn? Oh no. Was für ekliges Zeug. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was das ist. Okay. Das ist nur ein bisschen Rotze. Also, der Gewinner ist der Clown. Ich? Oh, vielen Dank. Dieses Blümchen ist für dich. Diesmal möchte ich was Süßes. Ein Cupcake. Okay. Alles klar. Machen wir gleich. Also, wir beginnen natürlich mit Mehl. Oh, meine Nase juckt. Ich sehe nichts. Ups. Macht hier nichts draus. Das machen wir wieder in Ordnung. Also, mein Mehl kommt in die Schüssel. Und jetzt brauche ich so ein Gerät. Da kippe ich jetzt die Milch rein. Schau doch nur, wie hübsch. Nicht wahr? Jetzt kommt unsere Milch in mein Mehl. Das macht so viel Spaß. Also, es kann weitergehen. Ich brauche ein paar Eier. Let's go! Uah. Ups. Jonglieren kann ich nicht besonders gut. Oh, ihr findet das lustig? Dann bin ich zufrieden. Jetzt nehme ich mir noch ein Ei und zerbreche es. Super. Alle schön umrühren. Und jetzt schön durchkneten.
Ha, ich bin ein richtiger Koch. Oh. Tut mir leid, Vampir. Ich pack's ja schon weg. Jetzt schrei doch nicht so. Also, zuerst brauche ich diese Erdbeersoße. Aufschneiden und ausdrücken. Glaubt mir, dieser Teig wird mit dem Erdbeersirup was unglaublich Leckeres. Die Konsistenz stimmt. Jetzt kommt der Teig in meine Form und die Form in den Backofen. Geh du nur, aber komm wieder zurück. Jetzt heißt es abwarten. In der Zwischenzeit gehe ich eine Runde fliegen. Wow, oh, voll cool. Ich kann zwar nicht fliegen, aber dafür kann ich dir ein paar coole Tricks zeigen. Oh, das gefällt dem Zombie. Okay. Ich kann das auch. Schau mal, das ist mein Finger. Schau mal, was der Vampir da macht. Die schläft wohl. Ich muss dich wieder dran kleben. Das hat nicht geklappt. Ich habe eine Idee. Ich mache daraus ein cooles Design. Aus den Keksen mache ich Erde. Da stecke ich meinen Finger rein. Und noch ein paar leckere Regenwürmer. Voll die tolle Idee, nicht wahr? Hey, Vampir, wach auf. Hallo, hörst du mich? Wach auf! Was erlaubst du dir denn? Oh nein, 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 meine Torte. Ich muss sie rausholen. Es ist nichts verbrannt. Also, schaut mal, was für ein schöner Kuchen. Jetzt muss ich ihn ein bisschen dekorieren. Dafür nehme ich mir schwarze Sahnencreme. Ein paar Fledermausflügel, zwei Augen und ein Mund. Fertig ist der Kuchen. Voll cool. Zombie, das hast du auch toll gemacht. Ah, ich habe noch nichts fertig. Aber ich habe einen Plan. Zombie, warte mal kurz. Schau mal, was ich gefunden habe. Den Marshmallow legen wir in eine Form. Darüber kommt leckere gelbe Creme. Und mit der roten Creme gebe ich noch ein paar Details hinzu. Wisst ihr schon, wer das ist? Ja, das bin ich. Jetzt noch einen Luftballon anbringen. Und fertig sind wir. Wow. Und wo ist das dritte Stück? Oh, voll originell. Na dann, probieren wir mal diesen Clown. Lecker. Und die Creme schmeckt super. Thank you very much. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ich muss aber noch die anderen probieren. Nein, Sophie, wieso muss das jedes Mal so eklig sein? Pfui, Teufel. Wie geht? Das waren meine besten Regenwürmer. Hallo, Fledermaus. Ich beiß mal in deinen Flügel. Lecker. Und jetzt beiß mir in den Kuchen. Unglaublich. Wer von euch hat gewonnen? Der Vampir hat gewonnen. Hurra. Herzlichen Glückwunsch. Oh, was war das denn? Ein Elektroschock.